Was geht ab, Freunde? Wir kommen heute wieder zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal und zwar heute eine neue Folge von Rapper mit versus ohne Autotune, beziehungsweise hören wir uns eigentlich nur ohne Autotune an, denn mit Autotune wird wahrscheinlich jeder die Künstler, die wir uns hier mal anhören, kennen. Aber Freunde, wir haben heute den guten UFO am Start und der war damals schon mal in dem Video mit drinnen bei mir, wo es eben genau darum ging. Damals war das allerdings so ein kleiner Spaß-Song, also das war nichts Ernst gemeintes und dementsprechend klang das halt absichtlich ein bisschen kacke. Heute haben wir aber was Ernst gemeintes dabei, da hat er einfach auf Instagram gestreamt, während er eben einen neuen Song gemacht hat vom neuen Album. Und ja, Mann, wir gönnen uns das Ganze, Freunde. Check gerne den Zweitkanal ab, würde ich sagen. Perfekte Überleitung. Und wir kommen zu dem Video. Ja, Freunde, das hier ist der Stream. Ihr seht, ganz normales Instagram-Format halt leider. Also kein breites Video, sondern halt nur so ein schmales. Aber ich glaube, das geht schon fit für heute. Und ja, Mann, ich bin gespannt. UFO ohne Autotune. Let's go. 50.000 Dicker für Eis Dalt Ring. 50.000 Dicker für ein Eis Dalt Ring. 50.000 Dicker für ein Eis Dalt. Ich kann mir den Song schon richtig gut vorstellen. Also ich hoffe, man hört den Beat auch noch. Hoffe ich jetzt einfach mal, ich glaube schon. Ist übrigens interessant, die meisten anderen Leute, die solche Streams machen, die zeigen irgendwie immer nur die Songs, wenn die halt schon, ja, irgendwie halb, ja, nicht gemixt und gemastert sind, aber halt Autotune, alles schon drauf ist und er, ihn hört man hier einfach komplett roh die Stimme. Das finde ich nice. Und ich finde sogar, es klingt mega gut eigentlich. Also da kann man eigentlich gar nichts dagegen sagen. 50.000 Dicker für ein Eis Dalt Ring. Yes. Bitte zeig mit Beat, das wäre geil. Yes, Sir. Jetzt muss ich noch einen Ring machen lassen für 50.000, weil ich es gesagt habe, weil ich es gerappt habe. Okay, geil, das ist authentisch, ja. Statt die Line zu ändern, nein, UFO lässt sich natürlich, wenn er das rappt, auch einen Ring für 50k anfertigen, geil. Damit ich auch real bin. Boah, was ist das für ein böser Beat, ey. Das passt perfekt da drauf. Das ist einfach, das, also wirklich, das Album, glaube ich, wird auch wieder mega geil werden. Wobei eigentlich ja einer noch nie enttäuscht hat. Ja, sie zieht am Blatt und ich an ihrem String. 50.000 Dicker für ein Eis Dalt Ring. Was geht ab? Soll ich offline gehen? Habt ihr Bock noch mitzumachen, mitzuhören, mitzugucken? Ja. 1.000 Euro, nur der Eis Dalt Ring. Fahr im Porsche durch die Streets, als wär ich James Dean. Aber welches Mikro hat er da? Das würde mich interessieren, weil das sah gerade nämlich nicht aus wie Neumann. Eis Dalt Ring. Oder das, doch, ich glaube, dass das große Neumann kann sein. Fahr im Porsche durch die Streets, als wär ich James Dean. Dein Tipp befindet im... Ich war mit Timmy, bin mit Timmy, Timmy, Baby. In the daydream. Und dich an ihrem String. Eure nur ein Eis Dalt Ring. Aber das ist halt echt krass, weil bei dem anderen Video haben viele Leute, ich weiß nicht mehr, wie ich drauf reagiert habe, aber haben viele Leute auch gedacht halt, dass er ohne Autotune wirklich so klingen würde und das halt extra so schlecht oder er das halt so schlecht einrappt und das nur wegen Autotune so gut klingt. Meine Stimme geht, glaube ich, gerade verloren. Aber ja, man merkt daran, auch ohne Autotune klingt UFO halt trotzdem stabil. Kann man auch nichts dagegen sagen. Klar, ne, das Autotune gibt dem Ganzen so den typischen Sound von ihm, der dazugehört. Aber er ist nicht so, als würde er schlecht rappen ohne oder so. Durch die Straßen sind wir mit James Dean. Fahr im Porsche durch die Straße, dicker, so wie James Dean. Fahr im Porsche durch die Straße, ja, als wäre ich James Dean. Hübeln links, gekühlte Drinks. Ich habe so Bock, den ganzen Song zu hören, muss ich sagen, ne? James Dean. James Dean. Say cheese. Deine Wippe fangen, wenn du zahlen und deine Tee. Ich zahle mit Filme, fangen, so als wäre ich James Dean. Und fange, ich zahle mich, fangen, 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 Dean. Ja,
ich freue mich so auf den Song. Ich hoffe, der kommt mit Video raus oder so. Dann kann man da auch wieder drauf reagieren. Ey, wirklich, der Song bockt. Wir haben nur ein paar Sekunden davon gehört, aber es klingt einfach geil und typisch UFO einfach. Genauso wie, ja, Rich Rich und keine Ahnung, so die Alben. Also das war so die Zeit, wo ich ihn auch am meisten gefeiert habe. Damals auch schon sehr viele geile Dinge natürlich gehabt. Scheiß auf eure Party oder, ja, keine Ahnung, gab so viele Songs, die man aufzählen könnte, die natürlich krass waren. Aber das war so dieser Flex da drinnen und keine Ahnung, Mann, das war einfach nur geil. Und die Videos auch immer, die er dazu hatte. Die Straße, ja, als wär ich James Dean. Wer übrigens Bock hat, kann gerne mal vorbeischauen beim Kanal. Da habe ich nämlich, also auf meinem Kanal, da habe ich nämlich ein Video hochgeladen, die Entwicklung von ihm und also die Entwicklung von UFO. Und das Video ist, glaube ich, auch ganz interessant, weil da sieht man halt mal, wie er wirklich angefangen hat vor, ich glaube, keine Ahnung, wie viele Jahre waren das? 7, 8 Jahre oder so, würde ich schätzen. Und wie er sich entwickelt hat. Und das ist krass. Also wie er sich vom Sound komplett verändert hat. Wie er damals, das sind Sachen, die kennt ihr wahrscheinlich gar nicht. Und ja, also glaube ich, könnte den ein oder anderen interessieren, könnt ihr gerne abchecken. Ja, mein Cold-Bain, wisst Bescheid. Ja, ja, sie zieht am Blatt und ich an ihrem Stream. 50.000 Dicker für ein Eis-Out-Rain. Fahre Porsche durch die Straße, ja, als wär ich James Dean. Das ist geil, Mann. Dieser Beat macht so viel aus und einfach UFO auf genau so einem Beat. Wirklich perfekter Song, ehrlich. Ice Dog Rain, ja. Durch die Straßen, ja, als wär ich James Dean. Ficke Bitches wie Beyoncé, so als wär ich Jay-Z. Geile Line, Mann. Heftig. Ja, ich würde sagen, Freunde, ich glaube, man hat alles gehört. Am Ende hier wird man nichts mehr mit Beat oder so hören. Das war es eigentlich soweit mit dem Video. Kommentiert gerne mal, wie ihr findet, dass er ohne Autotune klingt. Also, ich finde auf jeden Fall sehr gut eigentlich. Und er hat ja auch noch nicht immer diesen Sound, den er eben heute hat. Deswegen guckt gerne das Entwicklungsvideo an, Freunde. Das war's hier erstmal. Lasst ein Like und ein Abo da, würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns morgen wieder mit dem nächsten Video. Bis dahin, Freunde. Ciao.